liebe Sportsfreunde, der Tetzel hier für die Halbgottschmiede und ich begrüße euch recht herzlich zu einem, ja, mal wieder etwas unverhofften Unboxing-Videos. Da war ich gerade auf dem Kurzurlaub bei meiner Freundin, 3 Tage frei und komm nach Hause und die Post war da und dementsprechend gibt es ein Unboxing. Und weil es gar nicht morgens ist, gibt es jetzt auch keinen Kaffee. Ich habe es euch, glaube ich, erläutert im Back to Bodybuilding Basics. Kreatin immer losgelöst vom Koffein. Darum gibt es den Hulk Juice. Kreatin mit Limettengeschmack. Jetzt zum, ja, späten Nachmittag hin. Wir haben es, glaube ich, so 18 Uhr. Hinter mir hängt gar keine Uhr. Ah, sehr schön, Freunde. Was habe ich hier alles Schönes für euch, für mich und natürlich, was ich euch gerne präsentieren möchte. Zum einen seht ihr schon mein HeatGear Compression Shirt. MyProtein hat sich, nachdem von vielen, vielen Konsumenten, Fans, Followern, der Wunsch nach mehr Sportbekleidung groß wurde, gedacht, okay, wenn wir schon eine Sportbekleidungskooperation machen, dann nehmen wir eine Marke mit großartiger Qualität und schauen, dass wir das Ganze ebenfalls zu einem fairen, günstigen und natürlich ganz klaren Preis anbieten können. Und mit Under Armour, tja, ich würde sagen, da haben sie, was Widerstandsfähigkeit, geruchshemmende, bei Schweißentwicklung sozusagen, Geruchshemmung angeht und auch Optik, einen super Partner gefunden. Also das ist doch auf jeden Fall schon mal eine richtig schicke Sache. Es geht los, liebe Freunde, mit dem ersten Produkt aus meiner Kiste hier, dem MyProtein Pancake Mix. Das Zeug ist nicht nur eine Nahrungsergänzung, sondern absolut genial, um seine proteinreichen Mahlzeiten zu gestalten. Und dazu findet ihr ein ganz ausführliches Review von mir auf Asia Sports. Sobald das raus ist, werde ich es verlinken. Abgefilmt ist es auf jeden Fall schon. Und was könnte das Ganze besser ergänzen als My Syrup? Das Ganze hier, ja, quasi No-Calorie-Produkt. Butterscotch-Flavor habe ich hier für euch. Und dann geht es noch weiter. Ich habe mir natürlich, ja, nicht entgehen lassen, ein bisschen mehr davon zu bestellen. Die sind nämlich ungefähr so schnell verkauft wie heißes geschnittenes Brot. Hier haben wir Maple Syrup Flavor, also Ahornsirup. Und ich habe hier alles mit meinem komischen Hulk Juice eingesaut. Mit dem leckeren grünen Zeug. Ja, weitere ganz, ganz wichtige Nahrungsergänzung, die ich hier habe und die ich auch in den Back to Bodybuilding Basics nochmal genau besprechen werde, wofür eigentlich, sind BCAAs, Branched Chain Amino Acids, ihr wisst es, und die meisten von euch können damit natürlich schon was anfangen. Ich werde es nochmal genau erläutern, warum, wozu, wofür und wieso überhaupt. Ich habe hier die Geschmacksrichtung Tropical Storm, wollte mal gucken, und das kann man nämlich wunderbar im Pre-Workout nutzen und das werde ich auch tun und euch auch nochmal genau erklären, wie sich das Ganze dann zusammensetzt. Ganz wichtig. So, Freunde des guten Geschmacks, was darf natürlich nicht fehlen? MyBar Zero. Ich bin zwar jetzt in der Re-Diet, aber bin natürlich mit 2500 Kalorien auch noch nicht so ultra hoch und so ein 200 Kalorienriegel mit wenig Kohlenhydraten und noch gehörigen Eiweißportionen gehört einfach für die tägliche Sünde mit dazu und damit lebt es sich ganz hervorragend auch in der Re-Diet. Kommen wir zu einem weiteren sehr wichtigen Produkt und zwar habe ich hier etwas, ja, wer hätte das von mir gedacht, aber das Thema Faszientraining, Freunde, ist in aller Munde und auch der Tetzel verschließt sich der ganzen Sache nicht. Was Faszientraining ist, was Faszien sind und was das alles damit auf sich hat, werde ich in einem gesonderten Video beleuchten. Jedenfalls habe ich mir gedacht, die MyProtein Foam Schaumrolle, kommt einfach mal mit, damit ich auch da gerüstet bin und mal, ja, euch erklären kann, was Faszientraining denn auch für Auswirkungen hat. So, neben den MySyrups gibt es natürlich auch weitere Flavdrops. Ich habe jetzt noch Strawberry und Chocolate hier, die hatte ich noch nicht.
und habe einfach gedacht, Mensch, die Sammlung kann man ja ein bisschen vervollständigen. Für verschiedene Tage, verschiedene Geschmäcker, verschiedene Anlässe gibt es unterschiedliche Flavor Drops. Nochmal Maple Syrup. Dann haben wir nochmal Butterscotch My Syrup. Hier haben wir den Toffee Flavor Flavor Drop. Auch ganz hervorragend. Und jetzt geht's weiter mit ja, dem nächsten Ersatznahrungsmittel. Leute, ich habe es euch ganz oft schon gesagt, es geht nicht unbedingt immer nur um Nahrungsergänzung. Ja? Was haben wir jetzt von den ganzen Sachen, die ich ausgepackt habe, haben wir ein Nahrungsergänzungsmittel, nämlich BCAAs. BCAAs sind in ihrer Sinnhaftigkeit und in ihrer ja, unterstützenden Wirkung für unseren Sport mehr als klar definiert. Und es geht vor allen Dingen um den Lifestyle in dem Sinne, dass man Fitness und sportgerechte Nahrung sich zusammenstellen kann und eben entsprechend auch leben kann. Und niemand von uns verzichtet immer auf alles. Ich schon gar nicht. Und wenn ich abends einen schönen Film gucke, egal ob mit Freunden, alleine mit meiner Freundin, dann möchte man manchmal auch was knabbern. Natürlich sind dabei Nüsse eine super Sache, ja. Aber Nüsse sind eben auch nicht gerade kalorienarm. Und manchmal ist es nicht unbedingt leicht, sich unglaublich viele Kalorien übrig zu behalten, um dann seine Nüsse zu snacken. Weil wir jetzt auch darüber diskutieren können, ob es so schlimm ist, wenn wir an gesunden Fetten ein bisschen über unser Kalorienziel kommen. Aber nun gut, ich sehe das im Moment sehr streng. Und darum gibt es für mich die Protein Bites. Ja. Und da haben wir natürlich hier mit Sour Cream and Spring Onion Flavor, also Sour Cream, ja, ihr wisst es, und Frühlingszwiebel habe ich hier mal eine Packung mitgenommen. Da hat diese ganze Packung hier gerade mal 110 Kalorien. Das heißt, man kann getrost auch mal eine kleine Tüte Chips naschen, 30 Gramm ist auch nicht die Welt, und hat bei der ganzen Kiste dann nur 2 Gramm Fett, 8 Gramm Kohlenhydrate und 15 Gramm Eiweiß. Also das ist natürlich ein Träumchen, um das mal so zu sagen, als Nahrungsersatz. Und weil das so geil ist, gibt es davon zweimal welche. Und zwar habe ich hier noch Jalapeno und Käsegeschmack. Ihr seht schon, der Tetzler diesmal dick eingekauft bei MyProtein. Und es geht immer noch weiter. Die Kisten sind noch nicht leer. Und ja, ich habe noch mehr, Freunde. Ja, dann gibt es noch den Protein Pancake Mix mit Maple Syrup, den hatte ich schon und der ist jetzt alle und ich bin der Meinung, als süße Alternative, der definitiv geil. Ganz, ganz wichtige und unglaublich geile Anwendungsmöglichkeit des neutralen Pancake Mix ist es nämlich auch, da man den auch nur mit Wasser macht, den als Wrap zu benutzen. Ja, ihr habt richtig gehört, ich mache einfach nur einen dünnen Pancake, schmeiß mir Hühnchen drauf, schmeiß mir Zwiebeln drauf, schmeiß mir drauf, worauf ich Lust habe, und mache das Ganze dann zum Wrap. Werde ich euch auch nochmal an irgendeiner Stelle vorführen auf jeden Fall. Und glaubt mir, das ist mega geil. Ihr habt damit quasi, ja, 200 Kalorien sind 50 Gramm. Da kriegt ihr, wie gesagt, mehrere dünne Pancakes raus. Ein einzelner Wrap, auch wenn es ein guter Vollkornwrap ist, hat im Normalfall 200 Kalorien. Also für die Leute unter euch, die gerne mal ein bisschen was einsparen. Kalorisch und das Ganze natürlich in Richtung Eiweiß verschieben von Kohlenhydraten weg, ist das eine super Sache. Was habe ich hier Schönes? Wir selber erstmal gucken. Ach ja. Jetzt kommen wir mal wirklich zu einem Nahrungsergänzungsmittel, nämlich Impact Whey Protein Irish Cream habe ich hier für euch. Ich habe mir gedacht, ich nehme mal ein bisschen andere Sorten. Jeder nimmt Vanille, immer so diesen Standard, das habe ich zwar auch mit dabei, aber ich dachte mir, ich probiere mal was ganz anderes. Irish Cream, ich werde es mal ausprobieren. Und vor allen Dingen habe ich einfach in letzter Zeit gemerkt, ich stehe total drauf, wenn man einfach diesen Geschmack nutzen kann in zusätzlichen Nahrungsmitteln. Das heißt, ich kipp mir das ran an den Magerquark bzw. an den Fake-Milchreis. Ja, Props an dieser Stelle an den MyGains Fitness Channel und Patrick Teutsch. Das heißt, ich nutze körnigen Frischkäse mit wenig Fett, mit Magerquark und schmeiß mir noch einen Scoop, einen Löffel voll Eiweißpulver dran. Wahnsinn für den Geschmack und erhöht nochmal diese Eiweißportion. Nochmal Flav Drops. Mann oh Mann, Mokka. Den gibt es auf jeden Fall in den Kaffee. Ich bin sehr gespannt. Mache das übrigens auch mit den fruchtigen Flavor Drops. Also auch Banane, Vanille und Raspberry, also Himbeere, habe ich schon in den Kaffee getan. Schmeckt alles ganz verrückt, aber ist lecker. Hier haben wir noch Schokoladensirup. Natürlich auch wichtig.
Ich muss sagen, ich wusste gar nicht mehr, welche Sirupsorten ich bestellt hatte. Ich hatte die alle in meinen Warenkorb geschmissen und als die endlich verfügbar waren, habe ich endlich bestellt. Also es ist so ein bisschen Verwirrung auch für mich selber, Leute. Oh ja, ganz wichtige Sache. Proteinpasta. Diesmal nicht die Dr. 6, sondern die MyProtein eigengebrandete. Da haben wir pro 30 Gramm Päckchen 100 Kalorien, auch wieder eine ganz sinnvolle Sache und darum ging es mir auch. Hier haben wir abgepackte Portionen. Das heißt, wir können wieder wunderbar damit arbeiten und man kann einfach das Ganze sehr, sehr einfach nachvollziehen und in dieser Rediet bzw. diesem gradualen Wiederanpassen meiner Kalorien, die ich ja bis Dezember eingeplant habe, ja, stehen mir solche Nahrungsmittel natürlich jetzt genau an der richtigen Stelle. 18 Gramm Eiweiß auf 30 Gramm, 6,3 Gramm Kohlenhydrate und 0,6 Fett, Leute. Mehr brauche ich dazu, glaube ich, nicht sagen. Das ist selbsterklärend. So, oh, jetzt kommt noch ein großer Sack. Ach ja, nochmal Schoko. Ich habe mir alle MySirups zweimal bestellt, die gerade in dem Moment zur Verfügung standen. Und zwar habe ich mir gedacht, ich hole mir mal das Impact Diet Whey. Wo ist jetzt der Unterschied? Hier haben wir zugesetzt, das ist übrigens Vanille-Keksgeschmack. Hier haben wir zugesetzte Ballaststoffe, so dass im Prinzip der Shake, was ja bei einem Whey-Protein, was sehr, sehr milchig und schaumig bleibt, wenig dabei ist. Der Sättigungseffekt, der ist hier quasi noch mit dabei. Wir haben hier also auch nicht so wahnsinnig wenig Fett und auch nicht so wahnsinnig wenig Kohlenhydrate. Wir haben 8 Gramm Kohlenhydrate, 4 Gramm Fett und 35 Gramm Eiweiß auf eine 60 Gramm Portion, ein bisschen komisch berechnet, ja gut, das kann man ja sich selber nochmal runterrechnen. Und ja, wir haben Glutamin dabei, wir haben Carnitin dabei, was im Übrigen entzündungshemmend wirkt. Schaut euch mal den Artikel an, ich verlinke ihn auch nochmal, Asia Sports, alles über L-Carnitin. L-Carnitin ist kein wundertoller Abnehm-Fettburner. L-Carnitin hat aber viele andere sinnvolle Vorteile, die jetzt nicht unbedingt dazu führen, dass man davon wahnsinnig viel konsumieren muss, aber man kann es als Mitnahmeeffekt durchaus mal drinne haben in dem Produkt. Und wir haben Grünteeextrakt, also quasi langsames Koffein mit drinne. Und ja, Riesenpackung Impact Diet Whey. Kommt auf jeden Fall in einer großen Packung. Apple Cinnamon and Custard Flavor Whey Protein, noch eine Runde Impact Whey. Also da gibt es auf jeden Fall eine ganze Menge. So Leute, jetzt kommen wir zu einem Produkt, wo ich selber sehr, sehr gespannt drauf bin. Habe ich noch nie ausprobiert. Ist mal was ganz anderes. Und zwar habe ich mir eine Packung Diet Gel, Diet Gel, Diät Gel habe ich mir geholt. Weniger mit dem Ziel, das Ganze dann pro Mahlzeit oder so zu konsumieren. Also im Prinzip soll der Effekt sein, dass man durch einen Aufquellen der ganzen Kiste im Magen schon eine vorherige Sättigung hat, ja, bei quasi nicht vorhandener Energie, also 9 Kalorien auf 70 Gramm. Und der Witz daran soll sein, dass es im Prinzip dafür sorgt, dass man schon ein bisschen gesättigt ist, bevor man anfängt zu futtern. Die Idee dahinter ist, das Ganze eventuell für Cheat Meals zu nutzen und wirklich zu schauen, ob es den positiven Effekt hat, dass man weniger futtert. Und ich werde das gemeinsam mit meiner Freundin ausprobieren. Die hat auch große Schwierigkeiten, diszipliniert zu sein, ist aber eigentlich schnell satt. Ja, und da wollen wir mal schauen, ob wir das zu gutem Nutzen bringen können. Ich werde euch dazu auf jeden Fall eine umfangreichere Rückmeldung geben. Ja, MyProtein-Kleidung, der absolute Oberhammer. Darum noch ein MyProtein-Hoodie. So. Ich habe immer noch nicht genug, Leute. Immer noch nicht genug. Also das ist heute wirklich das Mega-Unboxing-Video für den Mai. Und zwar geht es weiter mit Protein Chocolate Balls. Das Ganze ist im Prinzip ein Frühstück. Und auch wiederum, was der geile Vorteil ist, einzeln abgepackte Portionen. Wir haben hier auch wieder 35 Gramm Portionen mit 160 Kalorien, 10 Gramm Kohlenhydraten, 6 Fett und 15 Eiweiß. Also auch hier wieder das Ganze ganz klipp und klar portioniert. Es geht wieder um die sportgerechte Ernährung. Und wenn man schon ein Frühstückchen isst, ja, dann natürlich keine Frosties oder irgendwelche Flakes, die quasi gezuckert sind, sondern das Ganze doch wieder ein bisschen betont aufs Eiweiß, Leute. So, was ist das hier?
eine mysteriöse Kiste mit einem ganz unmysteriösen, aber großartigen Inhalt. Eins der besten und beliebtesten Produkte von MyProtein, Peanut Butter. Was soll ich dazu erzählen? Einfach nur der Hammer. Wer die nicht im Haus hat, jetzt mal ernsthaft, Leute, Erdnussbutter dieser Qualität, ja, mit diesen Nährwerten, reine Erdnussbutter ohne Zusätze, der ist selber schuld. Also das hat ja noch nicht mal was mit sportgerechter Ernährung zu tun. Das ist einfach nur unglaublich lecker. So, BCAAs hatte ich schon in Pulverform, Tablettenform auch nochmal mit dabei. Ja. Wie gesagt, zum Thema BCAAs wird es ein eigenes, umfangreiches Video geben. Wir machen weiter mit Omega-3. Ja, also quasi Fischölkapseln. Ich glaube, auch dazu kann man ganz an eigener Stelle noch ein bisschen mehr erzählen. Ja, einfach sinnvoll. Und da sind wir jetzt tatsächlich mal wieder bei Nahrungsergänzung. Das andere ist ja Nahrungsersatz oder einfach nur schlichtweg Nahrungsmittel. Go, Caffeine Pro hat eine neue Hülle. Caffeine Pro Tabletten. Ja, Koffeintabletten. Was soll man dazu erzählen? Es ist halt für Kaffee-Junkies wie mich manchmal nicht schlecht, einfach mal den Magen zu schonen und nicht noch einen Kaffee zu trinken. Ah, was haben wir denn noch? Oh ja, jetzt kommt's, jetzt kommt der Tetzel, jetzt kommt die Dekadenz, Freunde. Jetzt kommen Proteinwaffeln. Warum Proteinwaffeln? Dazu gibt es eigentlich eine ganz kleine Geschichte. Und zwar saß ich auf der FIBO am Stand einer slowakischen Firma. Ja, die kriegen von mir auch eine kleine Rezension. Die haben mir noch ein kleines Produktpaket mitgegeben. Und die hatten Waffeln, Proteinwaffeln. Und ich war total begeistert und sprach dann mit dem Kollegen vom MyProtein Entwicklungsteam und sagte, Alter, Leute, Proteinwaffeln, wir brauchen Proteinwaffeln. Und er sagte, Tetzel, haben wir doch. Und ich war ganz begeistert und habe gesagt, okay, dann brauche ich die unbedingt. Und ja, Vanillegeschmack, Proteinwaffeln, eine mit 200 Kalorien. Also nicht ganz so ultra niedrig kalorisch, aber auch hier lecker, lecker, lecker. Vanille-Proteinwaffeln, oh mein Gott. Ihr könnt euch vorstellen, ich habe gerade nicht übel Lust, hier mal mich einfach quer durchzufuttern. So, eine Sache haben wir noch und zwar habe ich hier noch ganz was Eigenes, nämlich N-Acetyltyrosin. Das heißt, wir haben hier die konzentrierte und tendenziell besser resorbierbare Version von Tyrosin. Wurde mir empfohlen, statt normalen Tyrosin mal zu probieren. Ich habe immer sehr, sehr viel genommen vom normalen Tyrosin und werde das jetzt mal ausprobieren in meinem Booster. Das Booster-Video könnt ihr euch auf meinem Kanal auf jeden Fall anschauen. Die neue Zusammensetzung meines Pre-Workout-Shakes, so nenne ich es einfach mal, also vor dem Training, werde ich euch auch nochmal im Einzelnen dann erklären, weil es doch ein bisschen mehr ist. So, ISO 97, ja, auch nochmal Protein mit Vanille. Jetzt haben wir doch mal wirklich einen ganz klassischen Geschmack, einfach nur Vanille, Eiweißpulver in dem Sinne, aber eben ISO 97, also sehr, sehr hohe Reinheit. So. Zu guter Letzt, Leute, jetzt ist es wirklich dann vorbei, haben wir die Instant Oats, Haferflocken, die sich sofort lösen. Warum braucht man die? Ganz klare Sache, ganz viele Sachen kann man einfach wunderbar bei der Verarbeitung nutzen. Man kann die quasi als wie Mehl benutzen, ja? Also als Grundstoff für unterschiedlichste Sachen. Da werde ich auf jeden Fall ein paar Sachen ausprobieren. Ich sage nur Bananen, Erdbeer, Protein Bites mit Instant Oats. Ich bin sehr gespannt. Ja, das war mein Epic Mega Unboxing für den Mai. Ich stehe jetzt hier gerade zugestellt mit jeder Menge guten, großartigen und leckeren Produkten. Vielen Dank an dieser Stelle fürs Zuschauen. Es ist ein doch sehr langes Video geworden. Zu einzelnen Produkten wird es dann nochmal Rückmeldungen geben, habe ich euch versprochen. Und wie immer ist es so, ihr könnt mich unterstützen, indem ihr über meinen Link bei MyProtein einkauft. Beste Qualität, umfangreichstes Sortiment. Wenn ihr Fragen zu Produkten habt, könnt ihr mir die gerne stellen. Ich versuche das dann, falls ich es nicht weiß, für euch rauszufinden und ansonsten natürlich zu beantworten. Ja, wie gesagt, bit.ly/halbgottsubs ist mein Link auf MyProtein und ich blende den einfach nochmal ein. Vielen Dank an dich fürs Zuschauen. Ich hoffe, dir hat es ein bisschen gefallen und es war trotzdem ein bisschen unterhaltsam, obwohl es so lang war. Wir sehen uns beim nächsten Video. Der Tetzel, Dragon Slayer Mode. MyProtein.
fuel your ambition.